Wird hoffentlich in Bälde der Fall sein. Ich schätze, dass wir trotzdem noch einen Tag-Nacht-Rhythmus mitnehmen. Aber. Naja. Was soll's? Es ist Minecraft. Und immer schön die Steinchen mitklatschen und mitnehmen. Der Aufwand ist ja nicht umsonst. Und ich sollte immer mal was in den Magen schlagen, bevor hier ein Unglück passiert. Die Giannas ist das. Das dürfte reichen an hier Umzäunung. Ah, Ruhe ist. Na geil, dann haben wir hier Haus, Monsterfalle und den Wolken. Sitzt hier in einer Linie und könnte das ganze Zeug eigentlich ganz gut aneinander anschließen. Hey, nicht schon wieder. You shall not pass, Mr. Creeper. Vielleicht. Sollte das erstmal reichen? Ich weiß es gerade echt nicht, ob das reicht. So, die Viecher können ja nicht drüber klettern, glaube ich, auf dem Zaun. Vielleicht die Spinnen ja, aber die Creeper, die mir am meisten Sorgen machen, eigentlich nicht. Machen wir noch eine kleine Grundsicherung. Vier. Zwölf. Ja, das dürfte hinhauen. Gute. Drei. Ach ja, ich bin schon gespannt, wie es wird, wenn wir auf die Beta updaten. Ob ich dann auch irgendwelche Mods mit reinhauen kann. Ich könnte ja jetzt schon den Blätter-Despawn-Mod reinhauen, aber. Das ist mir ein bisschen zu früh. Den möchte ich jetzt gar nicht drin haben. Noch nicht.
zwei Spitzes hier. Das legen wir mal ab, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh. Ja, behalten wir mal auf Tasche. Aber den einen Stack, der ist deutlich zu viel. Schieb! Du alter Arschkrieber! Müssen wir doch irgendwie loswerden können. Haben wir schon einen Bogen, den wir bauen können? Es wäre eine Möglichkeit, das Viech da loszuwerden. Strings haben wir. Und weg mit dir, du Mistvieh! Wir spielen hier Burgverteidiger! Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut treffe. Also, Hut ab vor mir selbst. Castlevania. Schaffi, Schaffi. Gib mir deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Okay. Ich glaube, das ist deutlicher Zeichen, nach Hause zu gehen und schon mal durch den Tunnel in die Falle zu flüchten. Ich meine, theoretisch könnten wir auch schon mal versuchen, einem noch ein paar Gleise zu ziehen, aber ehrlich, wenn wir die wieder für die Innenverkleidung rausgucken müssen, dann macht es gerade nicht so viel Sinn hier. Da ruppen auch ein paar raus. Weißt du was, wir machen hier Zaun und Zaun und Zaun. Das ist reicht. Das reicht jetzt. Einen Zaun und den nehmen wir mit und dann wird aus, wie manche Leute sagen, wird aus. Da, 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 da. Das erinnert mich an Castlevania. Ha. Weil es ja auch die Musik ist. Aber an die Serie. Die hatte schon ganz interessante Twists zwischendurch. Oh. Huh. Ich will auch nie jemanden wirklich spoilern. Nicht, dass jemand dann meint, oh, ich habe die Serie nicht gesehen und sich dann ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt. Hält der Tag denn auf? Es wirkt so morgendlich.
als ob die Nacht nicht ewig wäret. Ihr wisst erstmal Umgebung sichern. Und hier haue ich jetzt auch erstmal ein paar Fackeln mit ran. Und da verleiben wir uns gleich erstmal die Wolle hier ein. Hier. Na, drei Stück. Dieses Unisono, meh. Mir gefällt die Landschaft hier echt prächtig. Hier haben wir einen süßen kleinen See. Hier sind schön die Berge in der Nähe. Kleiner Strand. Monsterfall, die im Entstehen begriffen ist. Wir mittendrin in einem Wechselbad der Gefühle, der weihnachtlichen Besinnung. Was mich nur daran erinnert, dass die Vanillekipferl, die ich gestern machen wollte, überhaupt nichts geworden sind. Nicht im Ansatz. Sanfte Klänge auf den Ohren. Chrono Trigger. Trigger. Wunderschöner Sound vom Underground. Das Ding ist halt, wenn wir hier langsam mal die Shape ausgehöhlt haben, dann können wir einfach einen Zaun drumherum ziehen und sind erstmal safe in dem Bereich. Aber momentan denke ich mir immer so, stürzt da gleich vielleicht ein explodierter Creeper mit ab, der uns den Scheiß komplett auseinanderreißt. Das täte ich ungern sehen. Was zur Hölle? Ist tatsächlich schon wieder halb neun.